Frank Moses Akte. Einer der effektivsten Geheimagenten, die wir je hatten. Wieso ist er dann im Ruhestand? Er wurde alt. Und dann kam irgend so ein Jungspund und hat ihn als Red gekennzeichnet. Red? Ja, retired, extremely dangerous. Im Ruhestand extrem gefährlich. Wie gefährlich, das bekommt auch das Killerkommando zu spüren, das Frank beseitigen soll. In Red, älter, härter, besser, läuft Action-Veteran Bruce Willis zu alter Hochform auf, um eine groß angelegte Verschwörung aufzudecken. Hätten sie ihn in Ruhe gelassen, würde er immer noch irgendwo herumliegen und seine Rente genießen. Aber sie wollten seine Akte löschen und haben ihn damit wütend gemacht. Um den wütenden Bruce Willis herum hat Regisseur Robert Schwentke eine ebenso erfahrene All-Star-Besetzung geschart. Darunter John Malkovich als ehemaliger Weggefährte. Wir sind Freunde, richtig? Richtig. Gut. Dann kannst du ja jetzt das Messer von meinen Eiern nehmen. Sie sind ehemalige CIA-Agenten, die in der Vergangenheit schon viele Triumphe und Niederlagen zusammen erlebt haben. Sie kennen sich in- und auswendig. Oh, du alter Charmeur, du. Sarah, das ist Victoria, die beste Knipse der ganzen Branche. Und eine wahre Künstlerin mit der RPN. Was heißt das? Ich bringe Leute um, Liebes. In diesem Beruf setzt man sich nicht zur Ruhe. Man wird zum Schweigen gebracht, damit niemand sich um dein Insiderwissen Sorgen machen muss. Dunning ist Vorstandsvorsitzender von Browning Orbis. Gangster. Waffenlieferanten. Gute Beziehungen. Also, wenn er von der CIA beschützt wird, dann steht er unter Beobachtung. Besuchen wir ihn doch mal. Ihr geht auf keinen Fall ohne mich. Wer sagt's denn? Dann haben wir die Truppe wieder zusammen. Für uns Darsteller war es unglaublich, weil man nicht oft die Chance bekommt, mit so vielen Kollegen zu arbeiten, die man bewundert. Und für die Zuschauer ist es toll, weil alle 5 bis 10 Minuten ein neuer Star auftaucht. Ihr könnt mir sowieso nichts anhaben. Und wie wir das können. Zum Beispiel Richard Dreyfuss, der als Waffenhändler Alexander Dunning die Schlüsselfigur der Verschwörung darstellt. Sehr schön. Wo hast du den denn her? Aus dem Baumarkt. Wie viel? 10 Mäuse. Unsere Drehbuchschreiber und der Regisseur sind smart, denn sie wissen, dass in einem Genrefilm in der Regel der Ausgang der Geschichte vorhersehbar ist. Also muss man den Zuschauer gezielt in die Irre führen und bis zum Äußersten gehen. Red ist immer noch ein Genrefilm, aber man weiß nie, was als nächstes passiert. Ein All-Star-Cast zeigt den Neuzeit-Actionhelden dieser Welt, wo es lang geht. Red, älter, härter, besser, definiert das Genre zwar nicht neu, überzeugt aber mit charmantem Witz, viel explosiver Oldschool-Action und Comic-Flair. So läuft das, alter Mann! Alter Mann? Alter Mann am Arsch!